Schwer unter Schock zeigt sich die Mutter der 8-jährigen Sequoria Turner auf einer Pressekonferenz in Atlanta, USA. Das Mädchen ist am Wochenende von Schüssen getötet worden, während sie mit ihrer Mutter und deren Freund im Auto saß. Die Kleine spielte auf der Rückbank, als der Freund der Mutter auf einen Parkplatz fahren wollte. Eine Gruppe Bewaffneter versperrte ihnen den Weg, dann folgten die Schüsse. Atlantas Bürgermeisterin klagt an. Wir erschießen uns gegenseitig auf unseren Straßen in dieser Stadt. Und sie haben auf ein Kind geschossen und es getötet. Und es war nicht nur ein Schütze, es waren mindestens zwei, die auf ein 8-jähriges Kind schossen. Vor der Bürgermeisterin sitzt die Mutter des Kindes. Sie wird von ihrem Freund getröstet. Sie kann nicht mehr ihren 9. Geburtstag feiern. Dabei haben wir gar nichts getan. Alle sprechen von schwarze Leben zählen, aber ihr habt eure eigenen Leute erschossen. Wir richten uns gegenseitig mehr Schaden an als jeder Polizist in der Truppe. Wir haben in den letzten Wochen mehr als 75 Schießereien gehabt. Das kann man der Polizei in Atlanta nicht vorwerfen. Die Bürgermeisterin analysiert und fordert. Es ist eine Menge Veränderung, die in diesem Land stattfinden muss. Und die Polizeireform ist ein großer Teil davon. Aber wir müssen auch unsere eigenen Gemeinschaften reformieren. Die Bürgermeisterin gab ebenfalls an, mindestens zwei Menschen hätten Schüsse auf das Auto abgefeuert. Sie bat Zeugen, bei der Aufklärung zu helfen.